Ich als iPad-Fan habe neulich ein Video gemacht, wo ich mich so richtig übers iPad ärgere. Lauter Sachen, die, ja mal nett gesagt, verbesserungswürdig sind am iPad. Nun, der Arno hat das Video gesehen und hatte eine Idee. Eine sehr gute Idee, wie ich finde. Ob ich das nicht mal für die Apple Watch machen könne? Ja, kann ich natürlich, denn die Apple Watch ist das Apple-Gerät, was ich sofort behalten würde, wenn ich nur noch eins haben könnte. Funktioniert natürlich nicht, weil es ja ohne iPhone nicht funktioniert. Aber die Apple Watch ist mein Lieblings-Apple-Gerät und der Grund, warum ich überhaupt ein iPhone zu nutzen angefangen habe. Anfangs war ich ja nicht sehr begeistert vom iPhone und habe es dann einfach jeweils im Rucksack mit mir rumgetragen, so als Basisstation für die Apple Watch. Erst seit dem iPhone X bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem iPhone und nutze es als Haupttelefon den ganzen Tag rauf und runter. Nun aber genug des Lobes für die Apple Watch, jetzt müssen wir lästern. 21 Punkte habe ich zusammengetragen, wieder eine sehr, sehr lange Liste. Ich habe sie diesmal ein bisschen größer aufs iPad gemacht, dass ich nicht wieder Punkte überhüpfe. Beim iPad habe ich nämlich 2 Punkte überlesen, aber diesmal sollte nichts schief gehen. Punkt und Ärger Nummer 1, Benachrichtigungen, Funken dazwischen. Das nervt mich jeden Tag, wenn ich irgendwie das machen möchte auf der Uhr. Plötzlich kommt eine Benachrichtigung rein. Schwupp, der Jean-Claude Frick hat dir geschrieben und dann, ja, dann lese ich erst, was er gemacht hat und dann muss ich wieder zurück. Und was wollte ich jetzt eigentlich auf der Uhr? Und das ist so mühsam, dass die Benachrichtigungen da so über alles hinwegsausen. Mit den Belohnungen bei den Sportsachen, da mit diesen Feuerwerkleins ist es ja dasselbe. Klar, die kann man deaktivieren, aber ich will die ja nicht deaktivieren. Ich finde die unglaublich toll. Ich will einfach nicht, dass die mich stören. Die sollen warten, bis ich fertig bin oder irgendwie diskreter ankommen. Irgendwas sollte Apple da mal verbessern an den Benachrichtigungen, dass die nicht so dominant sind und alles überspülen. Man sieht es hin und wieder auch in den Videos, wenn ich die Apple Watch trage. Plötzlich kommt eine Benachrichtigung rein und dann sieht man die halt und das finde ich nicht gut genug gelöst. Das müsste irgendwie noch einfacher sein, ohne dass man es von Hand alles ausschalten muss. Also nicht Holzhammer, sondern irgendeine elegante Lösung hätte ich da wirklich sehr, sehr gerne. Dann kommen wir zu den Uhrenfan-Kritiken. Fangen wir an mit, es gibt zu wenig Armbänder. Da langen sich jetzt alle an den Kopf, außer den paar wenigen, die unglaublich viele von denen sammeln und großartig finden. Aber wirklich, ich finde, es gibt zu wenig Armbandoptionen, mehr Farben, mehr Methoden, wie man die Armbänder herstellt. Da könnte man noch so viel mehr machen. Und vor allem, wo es wirklich besonders schmerzhaft ist, finde ich bei den Metallarmbändern, allen voran das Linkarmband, das da hier, was ich ja dieser Tage wieder sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft trage, wie man hier in den Videos sieht, das gibt es halt nur in Silber und in einem Schwarzton. Wenn man eine andere schwarze Apple Watch trägt, passt es vielleicht nicht. Wenn man eine goldene Apple Watch trägt, gibt's gar nichts. Und wenn man die Titan trägt, hier jetzt bei der Titan passt es relativ gut, finde ich. Hier ist halt matt, hier ist glänzig. Aber da wünschte ich mir auch ein bisschen mehr Optionen von Apple. Klar, das Ding verkauft sich vermutlich nicht wahnsinnig gut, aber bitte, da könnte man doch noch ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr Mut zu Metallarmbändern bei Apple würde ich mir wünschen. Dann der nächste Ärger. Es gibt zu wenig Materialoptionen bei der Apple Watch. Ja, deren 2 fehlen mir wirklich sehr. Erstens das Keramik. Ich finde, die Keramik-Apple Watches waren immer wunderschön. Gibt es jetzt schon Weichen? Keine mehr. Ich hoffe, die kommen zurück. Wäre wirklich wünschenswert, weil die sind so schön. Und was auch fehlt, ist die Goldoption. Ja, das war Harakiri, das gleich bei der ersten Apple Watch zu lancieren, die wirklich nicht ein Jahr gehalten hat, weil sie einfach so unfertig war. Kein Wunder kam die Gold-Variante dann in Verruf. Jetzt wäre die Zeit reif für eine Gold-Apple Watch. Weil jetzt kann man die Apple Watch locker 5, 6, 7, 8 Jahre tragen, kein Problem. Und da würde der Gold doch wirklich langsam Sinn machen. Klar, ich kann es mir nicht leisten, aber ich fände es sehr schön, auch so als Statement für die Uhr, wenn es da eine Gold-Edition wieder gäbe. Aber es sieht ja momentan eher so aus, als würde die Edition-Reihe komplett verschwinden. Mal schauen, wie es da weitergeht. Dann, was auch ein Ärgernis ist, gerade bei den Alu-Uhren sind die wenigen Farben. Dieses Jahr war Apple ja ein bisschen hinterhältig. Nein, letztes Jahr war es. Dieses Jahr hat es sich einfach ausgeprägt, dass es kein richtiges Silber mehr gibt. Ich empfehle bei Apple-Geräten ja gerade, wenn man langfristig kauft, immer möglichst silbernahe Farben zu wählen, weil da passt alles Zubehör, sieht eigentlich immer gut aus. Und bei der Alu-Variante haben sie da ein bisschen geschummelt. Wer Silber will, muss halt zu Stahl oder zu Titan greifen und
Da wünschte ich mir, dass das Silber auch wieder beim Alu zurückkommt. Dann, was es auch zu wenig gibt, ja, ihr merkt's, Nörgeln auf hohem Niveau, Größen. Viele Leute schreiben mir, ich hätte so gerne eine Apple Watch, aber die sind mir zu klein. Ja, es gibt Leute, die haben kräftigere Arme als ich und da ist die Apple Watch teilweise wirklich ein bisschen comichaft klein, wenn sie sie tragen. Da wünschte ich mir, Apple hätte auch ein Herz für diese Hersteller, für diese Menschen. Andere Hersteller, wo wir es von Herstellern haben, die haben ja das Gegenteil, die können keine kleinen Uhren machen, die kriegen das nicht hin. Apple kriegt ja sehr wohl kleine Smartwatches hin, aber eine größere könnten sie ja auch mal noch probieren. Das wäre sehr, sehr willkommen, würde sehr vielen Leute Freude machen, denke ich. Dann, was es auch zu kritisieren gibt, zu wenig Zifferblätter. Ich wünschte mir noch mehr Optionen bei den Zifferblättern, vielleicht sogar eine Art Bausatz, wo man seine Zifferblätter selber zusammenstellen kann aus vorgefertigten Elementen. Nein, ich bin wirklich nicht für einen Zifferblatt-Store, weil wir haben es jetzt auch bei der Galaxy-Uhr von Samsung wieder gesehen, als ich da im Google-Store war. Auf Platz 1 der Charts ist eine Fake-Rolex-Zifferblatt. Dass das Google passiert, das darf doch wirklich nicht sein und ist auch ein bisschen peinlich und ja, ist ja mit der Grund, warum Apple das eben nicht macht. Erstens, weil es meistens hässlich ausschaut und zweitens, weil es juristisch ein Albtraum ist. Aber ein bisschen mehr Optionen bei den Zifferblättern, dass man noch mehr konfigurieren kann, noch mehr Auswahl, das fände ich wirklich großartig. Dann, wo wir so ein Zifferblättern haben, was ich mir auch schon sehr, sehr lange wünsche und was mich nervt, ist, dass die Zifferblätter nicht automatisch wechseln. Ja, man kann das inzwischen mit Shortcuts programmieren, aber das ist mühsam. Ich wünschte mir, dass die Zifferblätter oder die Uhr merkt, welches Zifferblatt jetzt gerade nötig ist. Wenn ich auf den Zug renne, will ich nicht ein wunderschönes Zifferblatt, wo ich die Zeit kaum ablesen kann. Dann möchte ich ein Zifferblatt, wo man die Zeit super deutlich bis auf die Sekunde genau sieht, dass ich den Zug erwische. Die Apple Watch hat alle Sensoren der Welt, um zu merken, dass Raphael rennt. Dann könnte sie das doch umsetzen und mir so ein Zifferblatt zeigen. Eine Art Smart-Zifferblatt, das fände ich super hilfreich und eine große Freude. Dann der nächste Ärger, die gute alte Series 3. Nichts gegen die Apple Watch Series 3. Wir haben im Haushalt auch eine und die wird jeden Tag verwendet und funktioniert immer noch großartig. Nein, was mich daran nervt, ist, dass Apple die weiter verkauft. Wenn man jetzt in den Apple Store geht, kann man die immer noch kaufen, anklicken und man hat sie. Und das im Wissen, dass die Apple Watch Series 3 aller Voraussicht nach WatchOS 9 nicht mehr bekommen wird, was ja schon einen Monat oder so rauskommen wird. Das finde ich wirklich sehr... Apple, was sich immer so lobt dafür, dass sie Software-Updates ewig lang noch ausliefern, verkaufen Gerät, was... ja schon in einem Monat abgeschnitten sein wird. Was heißt ein Monat? Ja, vermutlich sogar weniger. Also das finde ich wirklich, das ist ein bisschen ärgerlich. Außer es gibt eine Überraschung und man kriegt dann doch noch Updates für die Series 3. Aber momentan hängt die Series 3 da so ein bisschen seltsam in der Landschaft, ehrlich gesagt. Dann ein ganz, ganz großer Ärger, die fehlenden Apps. Ja, Apple ist da ja ein bisschen selber schuld, weil sie die Uhr ein bisschen zu früh rausgebracht haben, App-Entwickler dann jede Lust daran verloren haben und heute fehlen halt viele Apps, die man sich vorstellen könnte. Allen voran natürlich WhatsApp. So viele Leute schreiben mir, du, es gibt ja kein WhatsApp, wie mache ich das jetzt? Und ja, gibt's halt nicht. Ja, es gibt diese Hack-Apps, nenne ich sie immer, die sind so ein bisschen, ja, wie nennen wir die jetzt nicht, borderline dubios, die halt WhatsApp auf die Uhr tricksen und... das sollte wirklich nicht sein. Klar, Apple kann da auch nicht zaubern, Facebook hat halt keine Lust drauf, wie beim iPad auch, wo sie sich keine Mühe geben oder gerade extra keine Mühe geben. Aber am Ende des Tages leidet der Konsument und es ist halt ein Ärgernis der Apple Watch, dass sie mit iMessage großartig funktioniert und mit WhatsApp halt leider nein. Dann der große leider nein Moment in meinem Alltag. Die Apple Watch hat kein Roaming. Ich nutze die LTE-Funktion ja rauf und runter. Ich bin so ein Fan davon, das iPhone irgendwo liegen zu lassen, nach draußen zu gehen und trotzdem erreichbar zu sein, wenn es wichtig ist. Ich finde das so entspannend, so beruhigend. Ja, es löst einen ein bisschen aus diesem ewigen Handy-Stress. Vorausgesetzt, man hat die Apple Watch richtig eingerichtet, so wie ich das mache, dass es halt nicht die ganze Zeit blinkt und tutet. Aber wenn es wichtig ist, dann erreicht man mich halt und ich muss mich um nichts kümmern. Und das ist super, aber eben nicht, wenn ich im Ausland bin. Gerade wenn man im kleinen Land lebt wie der Schweiz, ist man ständig im Ausland und da nervt es, dass das nicht funktioniert. Klar, die Amerikaner merken das nicht so, weil in den USA, ja, bist du mal aus den USA raus, bist, dauert's ewig, aber
Hier in Europa ist das wirklich ein Ärgernis. Ich wünschte, Apple würde das mal verbessern. Und wo wir es von LTE haben, das andere Ärgernis sind die Apps. Ganz viele Apps funktionieren nicht mit LTE und man sieht es ihnen nicht an. Wenn ich aus dem Haus bin, bin ich nie sicher, hat jetzt diese App sich aktualisiert oder ist das noch der Stand, als ich zu Hause in der Nähe des iPhones war? Weil es ist einfach nicht klar, welche Apps nutzen jetzt LTE, welche können es und es ist ein bisschen mühsam. Ich wünschte mir, Apple würde da ein bisschen durchgreifen und irgendwie LTE-Zwang ausrufen oder mindestens markieren, welche Apps es können und welche es nicht können. So ist es so ein bisschen Wundertüte, was jetzt unterwegs funktioniert und was nicht. Ich habe schon ein paar Apps ausgetauscht, weil sie es halt nicht konnten mit diesem LTE. Dann das andere ist Race to Siri oder wie heißt das auf Deutsch? Arm heben und losplaudern, weil normalerweise muss man ja Hey sagen und dann kann man seinen Befehl durchfunken, aber wenn man die Apple Watch zu sich dreht, starte Fahrradtraining Outdoor. Jetzt hat es super funktioniert, aber jetzt bin ich im Fahrradtraining, das wollen wir nicht. So. Und das geht eben auch ohne Hey zu rufen. Es ist deutlich besser geworden dieses Jahr, habe ich den Eindruck, aber es ist immer noch nicht zuverlässig. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, darum sage ich trotzdem immer Hey, starte Fahrradtraining Outdoor oder was ich auch immer gern von hätte. Ja, dieses Arm hochheben und eben nicht Hey sagen, das müsste noch besser sein, weil wenn das endlich mal funktionieren würde, wäre super. Hin und wieder plaudert es auch einfach in die Konversationen rein, weil sie wieder das Gefühl hat, Raffel hat den Arm gehoben, dabei habe ich nur irgendwie rumgezuckt. Ja, auch das könnte man deaktivieren, aber ich finde die Funktion halt trotzdem super und hoffe, dass sie irgendwann besser wird. Darum habe ich sie nie deaktiviert. Dann die automatischen Trainings. Das funktioniert inzwischen auch mit Fahrrad, aber es ist immer noch so ein bisschen holprig. Zumal man auch noch den Knopf drücken muss, um es zu aktivieren. Und wenn man es dann irgendwie verpasst, hat man auch schaut man auch blöd aus der Wäsche. Es hört nicht automatisch auf, es macht nur Vorschläge. Ich wünschte mir, Apple würde das verbessern. Samsung hier mit der Galaxy 5 ist da ja schon etwa 2 Jahre voraus. Die startet andauernd irgendwelche Trainings. Meistens die richtigen, manchmal aber auch falsche. Dann pausiert es sie, dann stoppt es sie automatisch. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo so zwischen diesen Zweien. Aber ich wünschte mir, dass das noch ein bisschen schlauer wird und ich nicht irgendwelche Trainings verliere, weil die Apple Watch mal wieder nicht gemerkt hat, dass ich trainiere. Dass sie da einfach noch ein bisschen proaktiver und schlauer wird. Dann großer Ärger, seit wir ja, Fit for Frick hatten. Ja, der Kollege Jean-Claude Frick und Malte Kirchner haben ja beim Apfelfunk so einen wunderbaren Apple Fitness Wettbewerb gemacht, wo immer, also im K.O.-System immer 2 gegen 2 angetreten sind. Am Schluss der Sieger durfte dann gegen Jean-Claude Frick die Sportskanone antreten. Ich bin, glaube ich, in der ersten Runde ausgeflogen. Und dieses K.O.-System gab es ja nur darum, weil die blöden Wettbewerbe immer nur einer gegen einer funktioniert. Das ist einfach so nervig. Ich möchte Gruppenwettbewerbe haben. Zieht auch ein bisschen in Apple Fitness Plus rein. Da ist es ja auch so, dass das immer nur einer nutzen kann und nicht 2. Warum sind diese Fitnessfunktionen der Uhr immer nur auf eine Person oder 1+1 Person ausgelegt? Das ist wirklich so ein bisschen asozial, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wünschte mir, Apple wäre da ein bisschen mutiger, würde das ein bisschen öffnen. Es macht so viel Spaß, aber eben halt auch, wenn man in einer größeren Gruppe ist. Das wäre so viel lustiger. Dann großer Ärger. Mit der Apple Watch kann man den Mac entsperren. Das ist großartig. Inzwischen auch das iPhone. Das ist großartig. Aber nicht das iPad. Warum nochmal kann man nicht das iPad mit der Apple Watch entsperren? Ja, ist auch ein bisschen iPad-Ärger, aber mir ist es jetzt eingefallen, darum ist es jetzt auf der Uhrenliste gelandet. Ich möchte das iPad mit der Apple Watch entsperren. Kann doch nicht so schwer sein. Der Mac kannst, das iPhone kannst, dann kannst du das iPad doch auch, bitteschön. Dann der vielleicht größte Ärger von allen. Die Apple Watch ist nicht unabhängig vom iPhone. Wir hatten es schon ein bisschen beim LTE-Punkt. Jetzt haben wir es nochmal richtig und ich kann mich so richtig ärgern. Ich finde es so unendlich nervig, dass man die Apple Watch nicht auch mit einem iPhone nutzen kann, dass man sie nicht mit dem iPad nutzen kann, dass man zum Einrichten ein iPhone braucht. Ständig muss man wieder das iPhone zücken, wenn man etwas möchte. Ja, es ist über die Jahre immer besser geworden, aber sie ist halt immer noch nicht unabhängig vom iPhone. Und da kommen wir gleich zum nächsten Ärger, den rechnen wir da gleich mit rein. Sie harmoniert halt nicht mit Android. Ja, das nervt mich gewaltig.
Ich wünschte mir, die Apple Watch wäre direkt mit iCloud verbunden und man könnte sie auf jedem Gerät nutzen, mit dem man möchte. Es muss ja nicht mal zwingend eine Android-App sein. Es kann ja auch einfach sein, dass, wie gesagt, eben die mit der iCloud verbunden ist und da alles hin und her geht und das iPhone, das Android-Handy einfach nur irgendwelche Daten rüberschickt. Also ich wünschte mir wirklich die Apple Watch. Das sind so ein bisschen Doppelmoppelpunkte. Wäre A, unabhängiger und würde halt auch, dadurch auch mit Android funktionieren. Das wäre super praktisch. Wie damals der iPod, der hat ja auch mit Windows funktioniert. Aber Apple dieser Tage ist halt ein bisschen erfolgreicher und schätzt es sehr, wenn es die Leute im wunderschönen Apple-Ökosystem behalten kann. Dann ein Ärger, an den sich vermutlich niemand mehr erinnert. Erinnert ihr euch an die Präsentation von WatchOS 8, das aktuell, noch aktuelle WatchOS? Da haben sie eine große Tipptastatur vorgestellt. Die gibt es immer noch nicht auf Deutsch. Das kann doch nicht wahr sein. Entweder ich habe die wirklich übersehen und ich habe jetzt extra nochmal geschaut, aber irgendwie hat sich herausgestellt, dass es schwierig ist, eine deutsche Tastatur zu machen, wo sie doch schon eine englische und ein paar andere Sprachen haben sie auch schon. Ich erwarte ja nicht Schweizerdeutsch, aber Deutsch müsste doch also zu machen sein. Dann ein großer Ärger, der aber auch sehr, sehr viel Selbstverschulden in sich trägt, ist, wenn man Tagesziele knapp verpasst. Mir passiert es immer wieder. Ich habe beim Rosa-Roten Kreis, mache ich auf 600 pro Tag und mir ist schon oft passiert, dass ich dann irgendwie 598 oder sowas hatte, also irgendwie ein paar blöde Punkte drunter. Da wünschte ich mir, die Apple Watch würde dann nochmal sagen, Achtung Raphael, jetzt ist es wirklich super knapp, jetzt musst du noch was machen, sonst schaffst du es heute nicht. Weil manchmal sieht man es auch nicht von Auge auf den Komplikationen. Da würde ich mir ein bisschen mehr Hilfe erhoffen. Ich habe mir auch schon gewünscht, dass es irgendwie einen Pausetag gibt, dass man da diese Chains aufrechterhalten kann. Aber klar, das führt die Idee einer Chain ein bisschen ad absurdum. Also Chain heißt, dass man x Tage hintereinander alle Fitnessziele erfüllen kann. Der Kollege Volker Weber ist da ja der unangefochtene Champion. Der hat, glaube ich, alle Rekorde auf dieser Uhr schon gebrochen. Bei mir brechen die Chains ständig ab. Früher, als ich im Flieger saß und durch Zeitzonen gefahren bin. Heute, wenn ich mal am Tag wie heute viel im Büro bin und nicht aufpasse, und dann merke ich am Abend plötzlich, jetzt reicht es nicht mehr. Ja, so ein bisschen mehr Coaching würde ich mir wünschen, um die Ziele zu erreichen. Jetzt haben wir noch zwei Punkte und das ist vermutlich der größte Apple Watch Ärger von allen. Der Akku hält halt nur einen Tag. Ja, hier bei den Galaxy Uhren, ich würde sagen, der hält so 2 Tage. Ist auch noch nicht goldig. Ich möchte halt eine Woche haben, aber gibt's halt nicht. Ich löse das Akkuproblem ja einfach damit, dass ich 2 Uhren habe. Eine Taguhr und eine Nachtuhr und dann wechsle ich laufend dazwischen. So ist ja eine immer geladen. Das klappt super, aber der Akku ist und bleibt der Schwachpunkt der Apple Watch. Aber einen Ärger habe ich noch, Nummer 21, nämlich das proprietäre Laden der Apple Watch. Ich wünschte mir, man könnte die Apple Watch zur Not auch auf irgendeinem Keydock oder auf dem, Samsung-Handys oder andere Android-Handys können die auf der Rückseite auch irgendwie laden. Ist alles total ein Hack und es funktioniert mir schlechter als recht, aber es funktioniert halt trotzdem. Mich hat es mit der Samsung am letztes Wochenende gerettet, dass ich sie einfach hinten aufs Samsung-Handy gelegt habe und dann doch ein bisschen habe laden können, weil ich das Ladepack vergessen habe. Bei der Apple Watch muss man halt immer diesen Ladepack mitnehmen. Ich wünschte mir, Apple wäre da ein bisschen toleranter und würde irgendwie doch noch eine Key-Ladefunktion da reinschummeln. Keine Ahnung, wie das geht, aber ich wäre sehr dafür. So, haben wir fast 20 Minuten uns geärgert. Aber es sind ja alles sehr, sehr konstruktive Ärger, darum ist es nicht ganz so schlecht fürs Karma. Nein, ich denke, wir werden da sicher die eine oder andere Verbesserung in den nächsten Wochen und Monaten sehen, was diese Punkte angeht. Falls ihr noch weitere Punkte habt, die euch an der Apple Watch ärgern, schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf, was euch noch stört. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nicht alle Videos zu den neuen Apple Watches, die ich mir ja, ist das schon nächste Woche anschauen gehe, ja? So schnell geht's. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ob sie dann überhaupt schon nächste Woche kommen, aber ich glaube schon, dass die dran sind. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet so viele Negativpunkte, Daumen nach unten und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann ziemlich sicher nicht nochmal eine Ärgerliste ist.